Weiter geht's. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 27 von Stadtfilmabend, zweite Staffel. Wir haben hier immer noch den toten Ausbrecher liegen. Bench ist verletzt. Gucken wir mal, was er hat. Linker großer Zeh, Prellung, Mensch, Faust. Okay. Hat ihn jemand auf den Zeh gehauen? Oberschenkelbruch, eieiei. Und verschiedene andere Prellungen. Warum die Prellung am linken großen Zeh schlimmer ist als der Oberschenkelbruch, keine Ahnung. Aber ist alles verbunden und müssen uns nicht weiter Sorgen drüber machen. Haben wir irgendwelche Quests laufen? Nicht wirklich. Okay. So, hier unten, das hatten wir fertig gebaut. Sehr schön. Das hier auch. Könnte man hier noch was bauen? Ne? Haben wir Holz? 75 Holz, aber da liegt jede Menge rum. Das ist bloß noch nicht reingeschleppt worden. Okay, das geht also. Bauen wir hier mal. So, und dann bauen wir hier wieder ein paar Fallen hin. So, und zwei Mini-Geschütze. Müssen wir allerdings noch ein bisschen hier von den Bauteilen finden. Weil davon haben wir zu wenig momentan. Okay. Man kann allerhöchstens an dieser Seite jetzt, aber da ist auch ein Berg im Weg. Also, dass hier direkt jemand angreift, ist vielleicht ein bisschen weniger wahrscheinlich, hoffe ich mal. So, sonst irgendwas? Carsten hat wieder ohne Tisch gegessen, aber da ist er jetzt selber schuld, sagen wir einfach mal. Ja. Machen wir das mal wieder glatt. So, wo finden wir denn jetzt mal noch Bauteile? Also die hier drin waren, haben wir schon abgebaut. Ach, für die Kühlelemente fehlen uns auch noch. Fehlen uns auch noch welche.
Ich glaube, die Aufträge hier können wir löschen, weil da liegt schon genug Holz rum. Du kannst mal langsam den ganzen Scheiß in eine Butze tragen. So. Oh, Prothesenhändler ist jetzt außer Reichweite. Okay, der hatte ja leider nichts, was wir brauchen könnten, so wie zum Beispiel Lungen oder so. Das müssen wir auch noch ein bisschen länger machen hier. Ah, siehst du, da sind Bauteile. Mensch ist vollständig geheilt, hat aber immer noch Blutflecken. So. Vielleicht können wir hier ja Bauteile herstellen, aber wir brauchen selber welche, um den zu bauen. Das ist natürlich ungünstig. So, Möbel. Cool.
noch alte Ruinen. Können wir mal eine auseinanderbauen, um daraus... Ah, sieh an, hier sind auch noch Bauteile. Ich glaube, wir haben einfach zu wenig Leute abgestellt, um Bergbau zu machen, ne? Ja. Ah, das Rippenimplantat. Okay. So, und hoffen wir mal, das kriegt jemand hin. Okay. Ah, Schildkröte wird filetiert. Immer die Schildkröten hier. Okay. Was haben wir denn überhaupt hier in der Wildnis noch rumlaufen? Elefanten, Nashörner, Kasuare, Wildschweine, Schildkröten, Wasserschweine und Affen. Ein Meerschweinchen, zwei Kobras. Mir wurde die Rippe eingebaut, sehr gut. Blutreinheit plus 10%. Ich dachte, das macht das Asthma besser, aber scheinbar nicht. Schade. Okay. Passiert gerade nicht viel. Ja?
sind aber immer noch auf ums Überleben kämpfen. Mal auf Blut und Staub. Sollen wir auf Rainer zu verlassen? Kommt wieder alles auf Mal. Ja, machen wir mal. Konflikt gegen Bezahlung. Ja, nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Machen wir mal Carsten. Befreien wir ihn mal vom Bergbau. Scheint er irgendwie arges Problem mit zu haben. Ist immer noch hier Ambrosia süchtig. Meteorit. Okay. Okay, Kasuarei. Besuchergruppe. Die Chetjaeroa-Nation besucht die Kolonie. Sie scheinen ein paar Waren zum Handeln dabei zu haben. Okay, schauen wir doch mal, was die haben. Ist irgendjemand gute Laune hier, Nuno? Warten wir erstmal, dass sie ankommen. So, schauen wir mal. Können wir die ganzen aber gar kein Geld. Bauteile haben sie leider auch nicht. Die haben leider nichts, was ich haben will, was? So. Silber ist immer gut. Okay. Nuno hat den Widerstand von Ravera gebrochen. Rekrutierungsversuche werden eingeleitet. Sehr schön. Was konnte die nochmal? Pflanzen und Tiere konnte sie gut und Medizin.
Könnte man hier nicht eine Barrikade draus bauen? Was ist das hier? Granit, okay. Barrikade aus Granit. Oh, da sind auch noch welche. Bauteile. Wow, das regnet echt lang. Ein gutes Regenwald, ne? Und die verlassen die Kolonie, die Besucher. Okay, das war sehr ereignisreich. Ich habe auch wieder ein paar Filme gesehen. Ich habe mir die beiden Sinister-Filme angeguckt, jetzt nachdem ich neulich Insidious und The Conjuring geguckt habe, weil davor konnte ich die alle nicht auseinanderhalten und wusste immer nur, ah, das sind welche von diesen neuen Horror-Franchises. Aber was jetzt genau was war, wusste ich nicht. Sinister ist bisschen anders, also während Conjuring und Insidious mehr oder weniger relativ 0815 dieses normale Haunted House Ding haben, ist der Dämon, der in Sinister waltet, so ein bisschen komplizierter gestaltet mit so eigenen Regeln und sowas. Und das Problem ist nur, dass die alles viel zu früh erklären. Also fängt ganz gruselig an. Diese Familie wurde erhängt, aufgefunden und man weiß nicht warum. Und dann merkt man, ja, das war der böse Dämon, der Kinder frisst quasi. Naja, also eigentlich nette Idee. Der Dämon hatte ein bisschen blöden Namen. Irgendwie Bagul, glaube ich. Und ja. Yeah. Aber konnte man gucken. Ja, und dann hatten sie da auch immer dieses Gimmick mit Jumpscare, dadurch, dass man halt die normale Kameraeinstellung hat und von der Seite kommt dann so. Der Dämon und lehnt sich irgendwie vor die Kamera von der Seite. Funktioniert vielleicht ein, zwei Mal, aber wenn es irgendwie ständig in diesem Film funktioniert, dann wirkt es albern. Aber, okay, ja, das war das. Habe ich sonst noch irgendwas gesehen? Nichts, was da jetzt zu passt irgendwie, glaube ich. Ich weiß nicht, mal gucken. Vielleicht kann ich ja noch irgendwelche Löcher in meiner Horrorfilmbildung stopfen, bevor das mit der Arbeit wieder losgeht. Wenn überhaupt, jetzt hieß es ja gerade, dass irgendwie in Indien irgendwie so ein neuartiges Virus irgendwie 300 Leute infiziert hat irgendwo. Wer weiß, was das wird. Lief ja jetzt schon mit Corona so gut dieses Jahr. Waren sich ja alle einig, wie man dagegen vorgeht. Und na, ich meine, bis in Sommer ging es ja in Deutschland, aber jetzt haben wir den Salat. Mann, hier passiert heute auch wirklich gar nichts. Wahrscheinlich gleich wieder, wenn ich Stopp machen will. Wahrscheinlich geht es dann gerade los. Ja, siehste. Ravera hat sich uns angeschlossen und ist gleich schon mies gelaunt hier. Mein Freund starb, ja gut, wenn ihr auch ausbrecht. Und nackt, okay, nackt, da können wir was gegen machen. Aber die ist schon selber, die ist schon selber auf dem Weg. Und zieht sich was an, ein Hemd.
und eine Hose. Okay. So. Dann gucken wir mal. Was konnte sie noch? Feldarbeit konnte sie und mit Tieren konnte sie. Tierpflege. Gut. So. Also siehst du, jetzt unterhält sie sich mit Alpakas? Nee, die werden geschoren. Vielleicht könnten wir, wenn wir schon so viel Wolle haben, haben wir so viel Wolle? Wir haben jede Menge Wolle. Dann können wir mal diese blöden Stühle. Gegen Sessel wechseln hier. Wie wäre das? Sessel aus Alpaka-Wolle. Oh nein! Eine Außenweltergruppe der Fraktion Hinfaviten ist in der Nähe via Transportkapseln eingetroffen. Es sieht so aus, als ob sie deine Kolonie belagern wollen. Sie werden Mörser benutzen, um deine Kolonisten aus der Ferne zu bombardieren. Entweder wartest du, bis es vorbei ist, oder greifst sie an. Mal gucken, wie viele sind es denn? Ach du Scheiße. Ich habe doch gesagt, es geht bestimmt... wieder, okay, die haben Schutzschilde sogar. Die haben mal alle Rüstung an. Und die wollen mich bombardieren. Toll. So. Haben wir noch Waffen für die... Warum wollen die mich aus der Ferne bombardieren? Was bringt denen das? Gucken wir mal. Warte mal, bevor wir wieder irgendeinen Scheiß machen, speichern wir mal ab. Oh, die bauen Barrikaden. Jetzt soll ich mal alle ein bisschen... teilen hier. Jesus, okay. Okay, gut, darum habe ich abgespeichert. Ja. Okay. Dann nehmen wir diesen anderen Spielstand und überlegen uns mal bis zum nächsten Mal dann eine Strategie, wie wir fertig werden mit den Arschlöchern da. Und ja, dann schauen wir mal. Okay, dann... ja, kann ich auch fast schon wieder bis zum nächsten Mal sagen. Und ja, wie auch immer, interagiert mit diesem Video, wie das im Allgemeinen immer verlangt wird. Warte mal. Kann ich hier nicht eine Barrikade auch bauen? Von da dann schießen oder so.
Gucken wir mal. Naja, wie gesagt, drückt die Glocke und bla und Daumen nach oben und smash den Like-Button. ja, und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.